Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir haben hier ein Fragezeichen gelöst beim letzten Mal und gehen jetzt zu einem weiteren Anschlagbrett. Uiuiuiuiuiui. Das vorletzte im Spiel. Fuck, Mann. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ist das vorletzte im Spiel und zwar im kompletten Spiel. Freunde, Witcher 3, Heart of Stone, Blood and Wine, alles drei zusammengenommen. Das vorletzte Anschlagbrett. Und dann folgt logischerweise daraufhin das letzte Anschlagbrett. Oh Gott, das wird heftig, wenn das Spiel vorbei ist. Das wird echt heftig. Ich meine, als Witcher 3 vorbei war, wusste ich ja schon, dass Hearts of Stone und Blood and Wine noch spielbar sind. Also, da war ja die Option noch da. Wir können erstmal zur Taverne gehen. Da war das kein tragisches Ende, weil ich wusste, geil, du kannst das bald, wenn du willst, weiterspielen. Also da war auch auf jeden Fall Hearts of Stone war auf jeden Fall schon draußen. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, wir haben hier unten ein Wegkreuz verpasst. Hier ist mit Sicherheit irgendwo ein Wegkreuz. Und hier müssen wir ja eigentlich auch noch hingucken. Naja, ist egal, vielleicht gibt es auch ein Fragezeichen. Was wollte ich sagen? Ja, da wusste ich halt, dass es noch nicht vorbei ist, dass ich weiterspielen kann, aber jetzt weiß ich, okay, wenn ich hier Blood and Wine durch habe, ist es vorbei. Ich kann zwar einfach so weiterspielen, aber es gibt halt keine wirklichen Quests da mehr. Floviv. Einst wurde die Sans Retourmarsch von einer Froschplage heimgesucht. Herzogin Adimarta setzte einen Preis darauf aus, das Land von den verfluchten Amphibien zu befreien. Doch weder die Ritter noch die Druiden vermochten dies zu vollbringen. Bis eines Tages ein armer Flößer namens Flovi eine Möglichkeit fand. Er bezirzte die Frösche mit seiner Geige und sie folgten seiner Melodie wie in Trance. Ah, Hommage an den Rattenführer von Hamel. Er führte sie aus dem Herzogtum hinaus. Als Erinnerung daran trägt die Siedlung der Flößer von Toussaint bis heute seinen Namen. Welch Ehre. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Geht natürlich hier drüben rein. Irgendwo. Hallo? Zum Fass und Zapfen. Warum muss es denn hier immer... War das in Witcher 3 auch schon so, dass es überall so dunkel war? Nee, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es immer so scheiße dunkel war in diesen Tavernen. Sei gegrüßt, Herr. Was brauchst du? Schnaps. Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar? Rot? Weiß? Rosé? Trocken? Halbtrocken? Lieblich? Schweregrad? Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Lang nicht mehr gespielt. Vielleicht gewinnen wir von ihr wieder eine... Quint, vielleicht könnten wir eine Partie spielen. Gewinnen wir ja von ihr eine weitere skellige Karte. Aber das skellige Deck ist so schlecht, verdammt nochmal. Ich sehe da gar kein Potenzial bisher. Das ärgert mich. Sorry, ich bin gerade wieder ein bisschen... Okay, wir haben zweimal Finte. Der Gegner hat Foltes, also hat er mit Sicherheit auch Spione. Und wir haben schon mal eine Karte, die wir mit Finte wiederholen können. Wir haben zwei Karten, die wir mit Finte wiederholen können. Wir haben einen Spion. Ich glaube, wir müssen ausnahmsweise mal nichts... Wobei, diesen Typ hier können wir, glaube ich, austauschen. Sehr gut, aber das war's. Erste Runde, abgeben. Achso, was ist denn der Effekt von seinem Foltest? Verdoppelte die Stärke deiner Belagerungseinheit, sofern kein Hund des Kommandanten in der Reihe liegt. Ah, okay. Naja, verdoppelt ruhig deinen Angriff, schmeißt die geilen Karten raus. Oh, jetzt könnte ich natürlich hier ziemlich... Ah, na okay, das... Ja, dann nehmen wir erstmal Finde. Na, jetzt muss er eigentlich selber schon Finde spielen, damit er noch irgendwie eine... Was? Was ist da denn programmiert? Der verdoppelt jetzt seine Belagerungseinheiten. Wozu denn? Oh, Freunde. Also, so einfach muss man mir so echt nicht machen. Ja, jetzt zieh ich noch ein Spion. Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Was macht denn der? Was macht denn der? Der führt mir 42 und haut dir die Hörner raus. Noch ein Spion. Ei, ist das schlecht. Ist das schlecht? Krass schlecht, Alter. So schlecht. Ist ja unglaublich. Naja, come on.
Ich gebe jetzt ab, logischerweise. Ach, Moment, will ich irgendwas in den Friedhof packen, damit ich das wiederholen kann zur Not? Nee, ich kann ja dann zur Not auf die dritte Runde. Ich muss eh keine dritte Runde. Ach doch, ich muss die dritte Runde spielen, weil ich ja logischerweise die erste verloren habe, aber. Ist egal, es geht weiter. Oh Gott, ist das schlecht. Oh Gott, ist das schlecht, ey. Mein Gegner passt. Oh. Ah, komm. Brauchen eh was im Friedhof drin, also why not? Ich überlege gerade, ob ich einmal Verbrennen raushaue, aber eigentlich ist es egal, oder? Oh Gott, wir haben, ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. Wir haben doppelt so viele Karten wie er in der letzten Runde. Doppelt so viele. Ich habe keine Ahnung, wie wir das auch noch ansatzweise schaffen will. Okay, erstmal Sachen, die nicht verbrannt werden können, weil wir haben ja zweimal Verbrenner auf der Hand. Ich will jetzt trotzdem kein Risiko eingehen, weil wenn ich das verlieren sollte noch, also wenn ich das irgendwie verlieren würde, wäre das peinlichste überhaupt. Oh, er holt sich einen Spion, aber da ich noch zweimal Finte habe, ist das jetzt nichts, was mich stört. Philippa Eilhardt, okay. Die mochte ich immer. Schade, dass ihr die Augen rausgebrannt wurden. Ah, jetzt kann ich zwei Fünfer verbrennen. Das lohnt sich doch schon. Sechser Einheit. Mal schauen, vielleicht nehmen wir jetzt direkt das zweite Verbrennen. Mal gucken, was jetzt ausspielt. Ja, wobei, können wir erstmal noch Cirilla nehmen. Ist eigentlich egal, wir brauchen Verbrennen eh nicht. Also es ist eigentlich Bums. Also es, ich glaube, ich kann es fast gar nicht so spielen, dass ich das noch verliere. Ich glaube, wenn ich einfach alle Karten ausspiele, habe ich am Ende gewonnen. Mal überlegen. Aber ich glaube, dass er noch eine 8. Einheit ausspielt. Ja, ich mache jetzt keine Wissenschaft draus. Komm, wir gewinnen eh. Oh, jetzt verbrennt er. Wie gemein. Aber es macht nichts. Wir können die Einheit ja auch direkt wieder, wenn wir wollen, würden. Noch eine Karte, komm. Klumpe Kälte. Ja, es hat leider gar nichts gebracht. Krass, wir haben noch 8 Karten übrig. Wir haben noch 8 Karten übrig und davon sind drei Karten Wiederbelebungskarten. Von 8. Sehr geil. Ich glaube, so ein überragender, eindeutiger Sieg haben wir noch nie geschafft. Das kriegen wir. Ceres ist auf jeden Fall das Gellige. Willkommen zurück. Was da? Erzähl mir etwas über diese Gegend, ja? Was gibt es da zu erzählen? Dass der Herr dieser Lande, Monsieur de Bourbeau, die größte Arschgeige von Toussaint ist? Ach was. Danke. Dann bin ich besser wachsam. Oh, mir fällt gerade ein, jetzt was ganz anderes. Damit ihr wieder mal wisst, wann ich das aufgenommen habe. Bei mir ist jetzt gerade das Pfingstwochenende. Jetzt ist gerade Samstag und mir fällt gerade ein, am Montag haben die Läden zu. Und ich überlege gerade, ob ich nochmal einkaufen gehen muss. Ich meine, das würde ich dann erst nach der Folge machen, aber... Muss ich nochmal einkaufen gehen? Oder nicht? Bin mir gerade unsicher. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen... Mir fällt gerade ein, ich habe nicht zugehört, was sie gesagt hat. Also ich habe es nicht... Weil ich gerade nachgedacht habe, habe ich nicht gerafft, was sie gesagt hat über die Gegend. Ich muss mir nochmal anhören. Ich lese es einfach, weil ihr habt es ja gerade gehört. Erzähl mir etwas über... Was gibt es da zu erzählen? Ach was... Okay, das war's für schön. Zeig. Kaufen will ich eigentlich nichts, auch wenn dieser Schokoladensoufflé sehr lecker aussieht. Was haben wir hier? Hier ist mal die Zwiebel drin. Zwiebelsuppe, sehr gut. Ah, die kauft ja auch nichts von den Sachen, die ich verkaufen will, ne? Können halt maximal den Ei verkaufen, den wir eh nicht brauchen.
Irgendwie sammle ich den auch gerne, aber was wiegt denn der? Nichts. Okay. Stimmt! Oh, ich hab gar keinen Bock einkaufen zu gehen. Muss ich da jetzt einkaufen gehen oder was? Oh, muss ich echt nochmal gucken dann, ob ich das bis Dienstag noch durchhalte, weil Montag ist ja Feiertag. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo ein Quest-Typ steht, aber ich das Quest halt noch nicht habe, was soll's. Gehen wir erstmal ans Anschlagbrett. Da ist auch noch ein Händler. Man findet in ganz Toussaint keine bessere Qualität. Guten Tag. Ach, das ist gar nicht der Händler. Guter das hier Mann. Ist der Händler, oder? Ja. Halli, hallo, Hallöchen. Brauchst du etwas? Ach, den kennen wir schon. Anscheinend war ein reisender Händler oder irgendwas. Keine Ahnung. Ach, Moment, aber an den kann man vielleicht was verkaufen. Wenn wir gerade einen. Da. Der kauft nämlich alles. Hat auch viel Geld, wie man sieht. Ganzen 2%-Dinger brauchen wir eh nicht. Wie viel Prozent waren das? 2. Und weil ein Zeichenintensität, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. 3% Adrenalin-Gewinn brauchen wir auch auf jeden Fall nicht. Rüstungsdurchbohrung brauchen wir glaube ich auch nicht. Oder was ist das? Chance auf Vergiften. 2%. Na, Rotz. 5% Zeichenintensität brauchen wir nicht. Chance auf Bluten 3%. Chance auf Taumeln. Verbrennen. Betäuben. Vergiften. Rüstungsdurchbohrung brauchen wir eigentlich nicht. Taumeln, einfrieren, betäuben, Adrenalingewinn, Holz. Und Rüstungsdurchbohrung nehmen wir auch nie. So. Jetzt haben wir, ey. Bis dann. Wir haben echt mal kein Geld gehabt hier bei Blood and Wine. Wir hatten sogar Probleme, dass wir Sachen kaufen wollten, die wir dann nicht kaufen konnten. Und jetzt haben wir wieder so viel Kohle, das ist unglaublich. Über 60.000. Das ist da oben. Hallo. Sieht aus wie die Questgruppe. Was ist denn die? Irgendwelche kleinen Kanapés, keine Ahnung. Suche Flößer. Ich suche Flößer, die Holz aus dem Karoberta-Wald flussabwärts bringen. Sichere Arbeit das ganze Jahr über. Fragt nach Flößer Henry Paltek in Floviv. Werbung. Oh, ich habe erst Ficke gelesen. Tut mir leid, ich ficke Dächer. Ich flicke Dächer und beglücke Weiber, das hat doch was mit Sex zu tun. Ich flicke Dächer und beglücke Weiber, günstig. Findet mich in der Taverne zum Elchschädel, fragt nach Lou. Aha. Warnung, vor kurzem waren meine Frau und ich zum Essen aus. Wir wollten unser 14-jähriges Zusammensein gebührend feiern und wählten die Taverne zum Basilisk. Das dortige Essen war allerdings so schlecht, dass meine Frau sich noch vor Ort übergeben musste und ich ihr dann nach zu Hause gleich tat. Ich weiß nicht, was wir dort vorgesetzt bekamen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es ein toter Fischer war, den sie aus dem Fluss gezogen haben. Aber der muss schon eine ganze Weile tot gewesen sein, sonst hätte es nicht so übel gestunken. Die Taverne versicherte uns dagegen, dass es frisches Langustenfleisch war. Unsinn. Ein wohlmeinender. Arbeit. Ich suche ein paar kräftige Hände für mein Weingut. Jean-Christophe Bourbeau. Auftrag. Das Monster von Tufo. Hiermit gebe ich Folgendes bekannt. Das Tufo-Weingut, das zu meinen Besitztümern gehört und für seinen superben Melon Blanc oder Melon Blanc in aller Welt berühmt ist, wird von irgendeinem Monster heimgesucht. Der Ritter, der die Bestie stellt und erschlägt, wird nicht nur seine Ehre unter Beweis gestellt haben, sondern auch eine Belohnung von erheblichem Umfang erhalten. Hört daher meinen Ruf, tapfere und kühne Männer Toussaints, kommt zum Tufo-Weingut und sprecht den Unterzeichneten auf diesen Auftrag an. Machen wir. Auftrag geheimnisvoller Rinderregen. Was, Rinderregen? Dringend gesucht, Spezialist, der das Seltsame und Außergewöhnliche kennt. Die Person muss schnell und zuverlässig sein. Zauberer, Druide oder Hexer bevorzugt. Das Problem ist Vieh, das nachts vom Himmel fällt. Das Problem muss schnellstens gelöst werden. Die Arbeiten am Steinbruch müssen weitergehen, da wir Termine einzuhalten haben. Nähere Informationen beim Vorarbeiter des Ardaiso-Steinbruchs. Langeweile in Rhein. Okay, sind ein paar Fragezeichen entstanden. Schauen wir mal. Hier ist wahrscheinlich das Quest, das ist wahrscheinlich das Weingut, denke ich mal. Schauen wir mal, wo die Quests sind. Hä? Bin ich doof? Wo ist denn das? Ach, das sind Hexeraufträge. Ah. Gucken, was näher dran ist. Da. Schatzsuchen, stimmt. Schatzsuchen. Ah, die hebe ich mir auf. Mal gucken.
ganz am Ende, wenn nichts mehr übrig geblieben ist, dann mache ich die vielleicht mal alle. Mal schauen. Moment. Das andere war hier oben, ne? Irgendwo. Also ja, ich habe recht gehabt, es ist hier, dann machen wir das. Weil wir dann auch das Fragezeichen erstmal mitnehmen können. Mädchen spielt hier. Na, da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ist auch dieses Fragezeichen direkt ein Auftrag. Wir haben ja jetzt mitbekommen, dass manchmal auch normale Nebenquest-Aufträge gleichzeitig Fragezeichenorte sind, was ich nicht ganz verstehe, aber vielleicht ist das ja hier genauso. Ist es unter uns, oder was? Gibt es hier eine Höhle? Ja, es ist blöd. Ich komme hier nicht rein. Ja, toll. Wo ist der Eingang? Hier haben wir eine Brücke. Oh, das wäre eine ganz schön weite große Höhle, wenn hier der Eingang ist. Und es geht bis dahin. Ich gehe mal davon aus, dass irgendein Kellergewölbe hier reingeht und da dann nach unten geht. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja wirklich mit dem Auftrag verbunden. Es ist ein bewachter Schatz. Ja, und Schweine können fliegen. Also ich gehe trotzdem erstmal zu der Brücke, weil das meiner Meinung nach der einzig logische Ort ist, wo ein Eingang sein könnte. Aber wie man sieht, da ist es nicht. Dann würde ich behaupten, ist es einfach. Darum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe. Ist es einfach ein markierter Ort, der auch zum Quest geht. Also, könnt ihr mir vorstellen, mal gucken. Zu einem Ritter und sagt Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Patrouille auf nüchternem Markt. Lieber einen Federführer an seinen Flug ziehen, meinst du nicht auch? Hallo, jetzt muss ich ja wirklich die Sachen hier rüsten. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hoftratsch zu erfahren? Ich habe ein Monsterproblem. Ah, du hast den Auftrag ausgehängt? Dann spuck's aus, was ist Sache? Na, na, na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Gut, Monsieur de Bourbeau. Der Name wird auf der letzten Silbe betont. Bourbeau. Ach so? Ich will was anderes betonen. Erzähl mir jetzt, worum es geht, Monsieur. Sonst überlege ich es mir und verschwinde. Ah, Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen? Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Wann ist es am lautesten? Nachts. Wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ich wusste doch, dass es mit dem Auftrag zu tun hat. Weinkeller, unterirdisch, Bingo Bongo. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen, Monsieur? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Natürlich. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar.
Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Nee, ich trink die aus. Geh nach Einwohner der Dunkelheit in den Keller. Okay, mach ich. Der Onkel sagt, wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Na gut, dann würde ich sagen, ich hatte wieder mal recht. Wir schauen uns beim nächsten Mal an, was für ein böses, mysteriöses Monster da auf uns wartet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.